Howdy, ihr irdischen Dumpfschädel. Jetzt geht's mal wieder los mit unserem Riot hier. Und ich habe auch wieder den Kommentatoren-Typen dabei, aber er hat mir mal wieder die Anmoderation überlassen. Dieser alte Idiot. Yeah, was steht denn an? Wir haben das letzte Mal diese komische Knochen- und Speckmarder gekillt. Und das war ein Auftrag, den wir jetzt erledigt haben. Ich brauche auf jeden Fall noch Kernfragmente, damit das hier weitergeht. Brauchen wir denn noch? Na natürlich, es gibt hier noch ein paar mehr Missionen. Wir müssen Aegisalt, Rubium oder Violium finden, um uns daraus eine Rüstung zu basteln. Und da ich eh keinen Bock habe, mir den Arsch breit zu sitzen, würde ich sagen, wir gehen mal ins Cockpit und fliegen los. Jo, und auch von mir ein herzliches Hallo. Ja, endlich bin ich mal wieder da. Frisch aus der Krankheit. Irgendwie hatte ich kein Glück mit der Gesundheit, was dieses Jahr anging. Ja, und ich denke, wir suchen uns jetzt hier wirklich dann einen entsprechenden Planeten. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Gamblers West haben wir ja im Moment. Welche Rüstung das jetzt war? Ich glaube, das war schon was Fortschrittlicheres, ne? Wo konnte man sich das denn bauen? Ach Gott, ja, in diesem Teil war es nicht, aber hier, so, ja genau, Gambler. Gut, das war aus Aegisalt, also wir brauchen als nächstes Upgrade dann Ferrosium, wenn ich das richtig sehe, ne? Wo haben wir es denn? Ja, hier, Gambler's Pants. Moment, haben wir doch schon. Da müsste ich doch eigentlich mit dieser Rüstung, müsste ich doch schon die nächste Aufgabe kriegen können. Ja, und wir benötigen unbedingt ein paar neue Upgrade-Module oder Kernfragmente. Aber um die zu holen, will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt wieder unter einem Planeten rumgraben, sondern lieber ein paar Planeten ablaufen und ein bisschen die Oberflächen plündern. Da kann man das ja auch manchmal finden und da sehen wir viel Neues und können vielleicht auch noch ein paar, Einrichtungsgegenstände und so weiter abgreifen. So erhoffe ich mir das zumindest. Hoffentlich zeigt uns das Universum keinen Mittelfinger. Ja, wo ist dieser Pinguin? Ach, ich bin ja schon gespannt auf Starbound Version 1.0. Also es gab große Schritte in die richtige Richtung, aber es kann noch lange dauern, bis die kommt. Das ist doch der Pinguin. Wir haben das doch an. Das muss doch zählen, oder nicht? Ja, scheinbar. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt die Rüstung nicht nochmal neu basteln. Hey, das wäre ja jetzt richtig schlimm. Ja, Version 1.0 soll dann auch doppelt so schnell laufen, haben die Entwickler gemeint. Das wäre ja mal toll, weil jetzt hier gerade ruckelt es schon wieder ein bisschen. Also es gibt so kleine Mikro-Lags. Und das finde ich jetzt eh schon wieder. Also nicht so schön, ist aber halt auf dem Außenposten, da ist eh immer viel los. Ja, jetzt frage ich mich bloß, warum klappt das hier mit unserer Rüstung nicht? Da fängt es schon wieder an. Super Sache, so, was erwartet das Spiel jetzt von mir? Was soll ich tun, damit das klappt? The Nippler. Also, wir haben es dann das letzte Mal gemacht. Ich glaube, da haben wir einfach die Rüstung durchprobiert, angeklickt, ne? Bandito, das war ja die Vorstufe zu unserer jetzigen Rüstung. So wie ich das jetzt mal sehe. Und ja, und Gambler ist schon eins drüber, ne? Muss ich das dann nochmal basteln oder was? Och, mein Gott. Ah. Ja, das Problem, wenn man bei den Upgrades direkt weitermacht, ne? mal gucken, was haben wir hier denn noch fertig verarbeitet? Ja, fangen wir doch mal damit an. Solarium. Ich weiß nicht, ob wir Solarium brauchen oder Diamanten. Ich nehme einfach mal alles mit. So. Wenn ich da dann ja noch ein Banditos-Dingsbums eingelagert habe. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Schritt das ist, den wir da nochmal machen müssen. Damit das halt richtig funktioniert, damit der Pinguin wieder denkt, hey, wir sind so weit, ne? Ja. Weil er hat uns die Koordinaten ja noch nicht gegeben, oder? Ich meine, wir können da hingehen, ne? Weapon-Testing-Seite. Ja, ich meine, wir können es ja einfach mal probieren, vielleicht reicht's ja schon. Probieren wir es, auf gut Glück. Das wäre ja dann die letzte Mission, die uns noch gefehlt hat, seit dem letzten Update. Ich weiß nicht, ob sich hier was verändert hat. Soweit habe ich auch mit den anderen Accounts, ja, mit den anderen gespeicherten Charakteren und so weiter noch nicht gespielt. Ja, okay. Soweit sieht das sehr bekannt aus. Ich würde spontan vermuten, an dieser Mission hat sich rein gar nichts geändert.
Falls ihr eben mein Bing gehört habt, das war kurz die Firewall, die wollte mal wieder was. Irgendwelchen Kinderkram. So, ach Gott, ja, jetzt bin ich ja gesundheitlich immer noch ein bisschen angeschlagen. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz gesund, aber hab mir gedacht, ich mach jetzt wieder was. Tja, mal gucken, ob ich überhaupt noch weiß, wie man mit dem umgehen muss. Missile Barrage, ja, gut, das geht so ganz schön. Ach, jetzt macht er ja hier, ja. Ja, der trifft mich ein bisschen oft, finde ich. Ja, ich meine, die Raketen, die sind auch so okay. Dash 2000 und kommt er nochmal zurück? Nein, er macht nur einmal. Overload ist mir jetzt gerade mal egal. Ja, gut, ausweichen kann man da halt nicht. Scheiß antarktisches Funkenmariechen, du. Ja, spautst du nochmal dein Feuerscheiß durch die Gegend? Mist, jetzt habe ich mich doch erwischen lassen. Scheiß flugunfähiges Hühnchen. Ah, der Speer ist auch dazu gut geeignet. Na, komm schon. Ja. Und zurück. Haha. Wer hättest du gedacht, ne? Boah, also die Schusswaffe ist auch nicht schlecht gegen den. Macht gut Schaden, hält uns die Raketen vom Leib. Ah, unbedingt noch was essen. Mal so ein großes Medipack zwischendurch. So, du kannst mir gar nichts. Du bist seit wann kann der springen? Ist das neu? Puh, aber hat geklappt. Ja, er muss noch ein bisschen an seinem Mac arbeiten, okay. Ach Gott, ich habe das Inventar noch nicht durchsortiert. Scheiße. Also theoretisch wäre die Mission jetzt gepackt. Jetzt weiß ich nicht. Wir haben es aber hier immer noch drin stehen. Ja. Selber schuld, wenn man kein neues Universum anfängt. Nee, aber das wollten wir ja alle nicht. Wir wollten ja behalten, was wir mit Wyatt bisher erspielt haben. Ich guck mal auf dem Außenposten, ob sich da was getan hat. Ah, tatsächlich, tatsächlich. So, okay, super. Was, wie, wo? Muss das so? Jetzt hat er uns die Koordinaten dafür gegeben, wo wir... Wir sind doch fertig. Hä? Kommt jetzt... Kriegen wir jetzt eine neue Aufgabe? Kommt jetzt das zweite Mal der Mac? Also schon die upgradete Variante? Aber es gab doch zwischendurch kein Update, von dem ich weiß. Hm. Schauen wir mal. Nö, da ist auch nichts Neues drin. Ja, das war dann wohl alles, ne? Ja, wir brauchen 10 Upgrade-Module. Ja, ich freue mich schon drauf. Freut ihr euch auch? Ja, mehr vom selben. Beziehungsweise, es gibt ja vielleicht noch genügend Micro-Dungeons, die wir noch nicht gesehen haben, sodass wir was Neues finden können. Ansonsten gibt's halt jetzt einfach Beutesucherei und Mitnehmen von allem, was wir so finden. So, das kommt wieder da rein, das kommt wieder da rein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach, herrje, das wollte ich alles verkaufen, ne? Warum habe ich das noch nicht getan? Leute, es tut mir leid, aber egal, machen wir, machen wir, machen wir. Die Nahrungsmittelkiste war weiter hinten. War das nicht? Nein, war nicht. Echt nicht? Dann war es die hinterste? Ja, tatsächlich. Hm. Wenn man sich in seinem Raumschiff nicht mehr auskennt. Ich meine, es ist ja Wyatts Raumschiff. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ja, wir haben ja das letzte Mal auch schön an unserer Ranch, also an der Farm weitergebaut. Wir haben diese automatischen Bewässerungssysteme eingesetzt. Ja, komm, das will ich alles noch verkaufen. Warum habe ich das noch dabei? Warum habe ich das letzte Mal nicht verkauft und warum geht mein Teleport gerade nicht mehr? Muss ich das verstehen? Wir haben Pulse Jump, Energy Dash und Targeted Blink. Der zündet gerade nicht mehr. Warum? Ich verstehe es nicht. Naja. So, du kommst noch da rein, du kommst noch da rein. Ja, ich wollte euch ja das Sortieren ausblenden in Zukunft, aber irgendwie, hier komme ich gerade nicht drum rum. Ich meine, es ist ja nur ein ganz klein wenig, ne? Ja, komm, kann auch ruhig da drin bleiben. So, jetzt geht's wieder. Kriegt meine Tastatur einen Schaden oder woran liegt's? Ich hoffe doch mal nicht, dass die einen Schaden kriegt, weil die war teuer. Es war zwar nicht die teuerste, aber billig war sie jetzt wirklich auch nicht gerade. Ja, Version 1.0, was soll da eigentlich noch kommen? Man soll sich so Rails bauen können, also so Plattformen, die sich bewegen. Kennt ihr vielleicht, also wenn ihr schon mal Super Mario gespielt habt, dann dürftet ihr das kennen, so sich durch die Gegend bewegende Plattformen. Die werden bestimmt dann auch in einigen der Geschicklichkeits-Dungeons irgendwie eine Rolle spielen.
Man hat schon gesehen, ja, man wird diese Fossile endlich ausgraben können und da... Ich weiß noch nicht genau, was die bringen können werden sollen. Aber das sehen wir dann auch bei Zeiten. Der Bug ist immer noch drin, ja. Ja, wie gesagt, dann auch die Performance. Es gibt dann die Hilottl-Städte, beziehungsweise... Vielleicht gibt's die auch schon hier irgendwo zu finden. Aber ich habe noch keine gesehen. So, Fiery Star. Ja, ich will ja jetzt eigentlich irgendwo hin. Genau, wo wir das gute Zeug abbauen können. Volcanic Terrain, das ist schon mal nicht schlecht. Da gibt's auf der Oberfläche nichts zu finden, aber da finden wir noch Violium und so weiter. Ne, ich glaube, ich mache gerade schon wieder eine Eselei. Oder mache ich das? Mache ich das? Mache ich das nicht? Oh nein, warum hast du diese Scheiße wieder installiert? Ja, das war eigentlich, ich wollte China Brother und China Tiger, wollte ich trollen, aber ja, so viel dazu, ne? Hat nicht so ganz geklappt. Lass das da, was habe ich damit zu tun, wann du die trollen wirst? Ich hab's in jedes Raumschiff installiert und hab vergessen, das wieder rauszunehmen. Ja, mein Gott, ja, so ist das halt. Weil wenn ich hier jetzt gerade schaue, war das eigentlich blöd, jetzt auf den feurigen Stern zu fliegen. Weil ich hier doch noch einiges von dem Zeug hab. Ja, warum? Warum ist das mit dem Mechanical Testing noch drin? Soll ich es nochmal machen? Ach, ich weiß nicht, Leute. Am besten mache ich es wirklich nochmal. Es tut mir leid. Ich mache dann diese erste Folge länger. Ich wollte ja eigentlich eh nicht so lange aufnehmen, weil ja der Hals immer noch schmerzt. Aber das Schmerzmittel funktioniert im Moment. Ah, ja, komm. Das Upgrade muss man natürlich auch noch machen. Schauen wir mal einfach, was passiert, wenn ich das jetzt nochmal mache. Ob das Quest dann als abgehakt gilt. Weil ich weiß nicht. Ja, natürlich, genau. Version 1.0. Es wird auch neue Quests geben von den NPCs. Und wie gesagt, wird man die dann auch als Crewmitglieder mitnehmen können. Also wenn man ein paar Quests für die erledigt hat, für seine eigenen Anwohner, mit die man ja mit den Kolonie-Deeds holen kann. Okay. Entweder bin ich blind oder blöd, ich weiß auch nicht. Ja, gut, ist mir recht, soll mir recht sein. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. ja, das ging schnell. Und da bin ich mal gespannt, was es da noch für neue Quests geben wird. Man kriegt dann rechts oben auch so ein Radar eingebaut für die Quests, damit man sein Ziel schneller findet. Es sollen ja wahrscheinlich auch planetenübergreifende Quests kommen, da muss man also auch den richtigen Planeten finden. Die Anzeige hier, die wird überarbeitet werden, also da steht dann unten auch noch ein extra Fenster, welche Materialien man da finden kann. Und ich weiß nicht, ja, es auf die Wetterarten, die es da gibt, wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr eingegangen und so. Ja, das war jetzt wirklich blöd, hier hinzufliegen. Ich suche mir nämlich eigentlich lieber einen anderen Planeten, um abzulaufen. Homam Nexus, ich hoffe, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir jetzt nämlich einfach hier auf den verstrahlten Planeten. Ja, ich weiß, es war blöd, dass ich hier hingeflogen bin. Asche auf mein Haupt, ja. Habe ich nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, wir bräuchten vielleicht noch ein paar von den Erzen, aber nein, brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur gucken, dass wir die Fragmente kriegen und währenddessen wollte ich halt die Planeten noch ein bisschen untersuchen. Mal gucken, was wir da so an neuem Zeug finden. So, ich wollte noch was ablegen, aber ich habe vergessen, was. Ha! Das hier wollte ich ablegen, genau. Weil die Scorched Cores, die wird man auch für irgendwas brauchen, für irgendwelche Rezepte. Ah, Castlevania Trader, ja, dieses Mod, das ich ja beim Multiplayer auch schon reinbringen wollte, könnte ich ja hier auch mal benutzen. Da kann man Castlevania-Möbel und so weiter hinbauen. Könnte schön sein. So. Wir sind im Anflug. Ja, vielleicht treffen wir ja wieder schön viel tolle neue Monster. Kann Wyatt wieder mit seiner geölten Locke da durch die Gegend flanieren und so ein, zwei, drei Monsterarten völlig ausrotten? Hey, die stehen meistens nicht auf der roten Liste. Ja, weil der WWF gar keine Zeit hat, sie draufzusetzen, weil du sie so schnell umbringst. Texane. So, dann schauen wir uns mal an, was das hier für ein Planet geworden ist. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich nicht, dass wir schon mal da waren. Ja, die Bäume müssen weichen. Wir sind hier die Abriss-Crew. Ich meine, der Wyatt, der kennt sich ja sehr gut aus hier mit dem Zerstören von Sachen und Lebewesen.
Mal schauen, was wir hier finden. Ich hoffe ja wirklich auf ein paar Kisten mit dann ein paar Upgrade-Modulen drin. Damit wir auch endlich die Condor-Klasse haben. So, ja, vielleicht hat ja das Äffle jetzt schon wieder was Neues im Angebot, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Ah, und wenn wir jetzt hier schon mal hier so ganz, ganz ruhig unterwegs sind. Was ist denn das hier? Dann dachte ich, ich erzähle auch mal ein bisschen so was, was ich so an nerdigem Kram hier rumfliegen habe. Ich dachte, das wäre so als Gesprächsthema doch vielleicht mal interessant. Also natürlich habe ich noch ein paar ganz, ganz alte Computerspielkartons, weil Computerspiele, die wurden ja früher in großen Kartons, also in so großen Schachteln verkauft, mit großartigem Artwork teilweise vorne drauf, ne? Wenn ich da jetzt rüber gucke, da steht der Terminator Skynet, Jackrabbit 2, das erste Tomb Raider, Star Trek, die beiden, ersten beiden Adventure-Spiele und The Next Generation. Jagged Alliance Deadly Games, allerdings, der Karton hat leider mal einen Schaden gekriegt, der ist nicht mehr in gutem Zustand. Was haben wir denn da noch? XCOM Apokalypse, aber das habe ich mir dann irgendwann mal gebraucht geholt, weil damals habe ich mir ein anderes Spiel gekauft, als das rausgekommen ist und ihr wisst das ja so als Teenager, da hat man nicht so viel Geld. Da hat es lang gedauert, bis ich dann das Original hatte, da bin ich das immer bei einem Freund spielen gegangen. Tja, dann habe ich Duke, The Apocalypse, das war so eine Limited Edition, also da war Life the Beach dabei, plus irgendwie so ein paar hundert andere Mods und Add-ons und ein T-Shirt war dabei, das T-Shirt habe ich immer noch irgendwo, aber der Duke, der da vorne drauf ist, der sieht irgendwie aus wie so ein Hühnchen, ich weiß nicht, der hat den Mundwinkel so komisch, es ist seltsam, auch wenn er ansonsten aussieht wie bei Duke 3D im Titelbildschirm. Naja. Ja, aber das war noch lange nicht alles. Ich sehe da noch einen Hexen 2 Karton. Einige kann ich jetzt halt nicht sehen, weil die zugestellt sind. Weil die übereinander gestapelt sind. Ja, dann Doom, diese großartige Sammlerbox. Also Doom 1, Doom 2 plus die Master Levels plus tausende von Mods. Ist wirklich eine große Sammlung gewesen und auf den Karton bin ich doch recht stolz. Ich weiß nicht, ob der auf eine bestimmte Stückzahl limitiert war. Aber heutzutage kriegt man den auf jeden Fall nicht mehr. Das waren sogar schon Windows 95 Varianten. Allerdings die DOS-Varianten waren auch dabei. Hell on Earth Version, ach Gott, die haben dem irgendwie so einen besonderen Namen gegeben. Ich weiß aber nicht mehr welcher, ich muss auf die Gesundheit achten. Ich laufe hier gerade wirklich ein bisschen blind durch, aber der Weid kann das ab. Aha. Da könnte man was draus machen. So sieht das einfach ein bisschen unfertig aus, diese Bude hier. Aber, ja, schon nicht ganz schlecht. So, ja, Beute, 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 aber noch kein Upgrade-Modul. Ja, genau, ach, ich will nicht wieder von einem Thema zum anderen flippen. Über die modularen Meta-Manipulatoren werde ich später sprechen. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu rau und man versteht mich noch gut. Ich gebe mir Mühe. Was rennt denn hier rum? Das sieht aus wie so eine kleine Lemur oder so ein kleiner Maki oder... Auf jeden Fall, aber es befruchtet den Boden oder wedelt seinen Hinternmuff mit dem kleinen Schwanz weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich es auch nicht wissen. Am Ende riecht das eh alles nach Hamsterfurz. Aber der Planet bisher keine großen Überraschungen. Wir lernen diese ganzen Färbemittel neu. Puh, ich glaube, wir müssen mit dem Wald doch nochmal fast alles durchkraften, was es da gibt. Ich glaube, hier könnten wir sogar Upgrade-Module finden, oder? Ich meine, das ist ein Dungeon, ne? Boah, die Leistung, die flippt aber auch gerade mal wieder hin und her, wie sie will. Oh, Leute, das gefällt mir gerade mal gar nicht. Kurzen Moment, ich guck mal gerade, ob ich was dran drehen kann. So, Leute, hier bin ich wieder. Tja, irgendwas an meinen Einstellungen hatte sich wohl verstellt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es viel besser geworden ist, dass ich da wieder umgestellt habe. Schau mal einfach mal. Spiel mal einfach mal ein bisschen, wir werden es ja merken. Das macht sich ja leider viel zu sehr bemerkbar im Moment. Ach, was sucht er da unten im Boden? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Macht's mir nur einfacher. So, hallo Madame. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ach, was haben wir denn gekriegt? Manaticon Terror Slayer. Nee, ist irgendwie mal gerade gar nicht so gut. Tja. Ah, ich war ja immer erzählen, nerdige Sachen und die Spielkartons, die ich hier rumstehen habe und so weiter. Tomb Raider 4 sehe ich da auch noch.
Stimmt, ich glaube, das war ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Von meinen lieben Eltern, ja. Ich habe öfter mal Computerspiele zu Weihnachten gekriegt, weil ich bin halt ein Zocker. Ist halt so, ne? Und meine Mutter, die hat ja eh sich immer gefreut. Lara Croft, yeah, Powerfrau. So, was haben wir jetzt hier? Was? Planet-Haubitze. Na, Planetenhaubitze. Ja, nee, behalt mal. Ich glaube, ein klein bisschen schneller läuft's jetzt im Moment, oder? Ich hoffe's doch. Also, was heißt schneller? Ein bisschen flüssiger. Aber freue ich mich, wenn die 1.0 rauskommt und dann wirklich so gut läuft, weil Zeit wird's. Es ist halt ein Spiel, das ist noch in der Entwicklung. Wir sind da halt nicht sicher davor, dass es alles mal ruckelt. Ich habe ja auch schon drüber nachgedacht, ob ich die 60 FPS, ob ich das nicht mal wegmache und dann auf 30 FPS render. Aber ich bin ja meistens an den 60 FPS dran oder drüber. Es gibt nur halt immer mal wieder diese kleinen Abfaller. Und naja, ich denke, da nutzen wir doch lieber das aus, was da noch da ist, als dass wir gleich sagen, wir scheißen drauf, ne? Nehmen wir halt mit, was geht, und wenn es halt mal abrutscht, dann rutscht es halt mal ab. Dann ist das schade, aber es ist eben so. Ja, nö, aber macht doch im Moment, also macht sich doch nicht schlecht, würde ich sagen. Also im Moment läuft es jetzt stabiler als gerade eben noch, ne? Das freut mich, aber wir haben leider kein Upgrade-Modul gefunden. Mist, ja, da wird jetzt viel Zeit vergehen, hier durchzulatschen, ne? Ach, was habe ich denn noch an nerdigen Sachen? Naja, ja, das Duke Nukem-Shirt hatte ich erzählt. Was habe ich da an Klamotten? Ich meine, ich habe natürlich die üblichen Band-Shirts, aber zählt sowas überhaupt? Band-Shirts hat ja jeder. Ich meine, da sind auch teilweise sehr unbekannte Bands dabei. Oder Bands, die es schon gar nicht mehr gibt. Oder Bands, von denen es gar... Boah, was ist denn das? Bands, von denen es gar keine Shirts geben dürfte, weil irgendwie jemand, der keine Rechte daran besitzt, die Shirts hergestellt hat und so. Ja, ganz normal, ne? Der ganz normale Wahnsinn. Das hier sind seine Babys, oder wie? Weit der Babykiller. Ja, ich meine, wenn die uns so fies anhüpfen, selber schuld, ne? Ja, doch, läuft jetzt wieder wesentlich besser. Ich hoffe, das bleibt so. Ich denke, ich habe auch ein bisschen besser an der Speicherauslastung von meinem Sony Vegas drehen können. Denn das benutze ich in der Regel, um die Tonspur aufzunehmen. Ist eigentlich vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Da gäbe es Programme, die bestimmt weniger Speicher verbrauchen, aber dann habe ich das Audio gleich drin. Ja, weil ich war wunderbar intelligent, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Meine Mikrospur beim Aufnehmen, die steht immer auf Stereo, aber es ist ja nur ein Kanal, da macht das gar keinen Sinn. Ja, wenn ich dann vielleicht später Stereo-Effekte hinzufüge, ja dann, aber davor doch nicht, ne? Ja, also ich nehme jetzt wunderschön Mono auf, das spart mir ein bisschen Platz und ein bisschen Leistung. Hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon dran denken müssen, ich verstehe es nicht. Aber es ist halt eben so und, naja, ist jetzt umgestellt, läuft jetzt besser. Ach, was fällt mir denn da noch ein? Ja, ich habe von Aliens, habe ich eine Alien Warrior Figur. Die habe ich mir mal während einer sehr, sehr kleinen Con, also, ja, wenn man es Con nennen will. Doch, es ist schon eine Convention, aber halt sehr, sehr klein. Aus einem Ort in der Nähe habe ich mir diese Alien-Figur gekauft. Das ist halt so ein Alien-Warrior, wie man es halt kennt. Wollte ich unbedingt haben, ist noch original verpackt, weil ich habe mich nicht getraut, das auszupacken. Obwohl man ja eigentlich bei so Figuren immer einen Wertzuwachs hat, weil die ja immer gewissermaßen limitiert sind. Und dann habe ich so einen Laderoboter mit einem Marine drin und ein Alien, das halt da vorne dranhängt. Aus der, ja jetzt lacht nicht, Colonial Marines Limited Edition. Ja, die hatte ich bestellt, als ich noch die Hoffnung hatte, das Spiel wird saugeil. War es ja dann leider nicht, aber es ist trotzdem ein schönes Sammlerstück. Da habe ich auch noch die Umverpackung, aber ich habe es mal rausgeholt, weil ich mir das angucken wollte. Aber die Missionsbefehle, die da mit drin lagen in der Sammlerbox, die sind noch original zu. Ja, ich bin manchmal echt schlimm, so richtig materialistisch. Denkt man manchmal gar nicht von mir, ne? Ach, guck mal, das hängt noch halb im Ei drin. Tja, aber wir haben es schon weich geklopft, wie das Frühstücksei. Scheiße, immer noch kein Upgrade-Modul. Und bald muss ich schon wieder ablegen. Goddamn, eine Glitchburg. Ist ja jetzt nicht so, dass wir zum ersten Mal eine Glitchburg sehen, aber die werden wir natürlich trotzdem ausräumen. Das ist so um weit seine Desperado-mäßige Art. Es ist etwas schade, dass wir diesmal noch kein Upgrade-Modul gefunden haben, aber naja, ist halt eine Glückssache. Auch wenn es ein bisschen länger dauern sollte, wir geben das Quest ja nicht auf.
Aber hoffentlich finden wir noch ein paar neue Gebäude und Einrichtungsgegenstände, die wir vorher noch nicht hatten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, die Folge hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!